Jetzt sind wir zum fünften Mal Hohenloher Bauerntag an Lichtmess. Also das war ein wichtiger Schritt, dass wir diese alte Tradition wieder aufleben lassen. Das ist der bäuerliche Festtag im Jahr. Und das machen wir jetzt wieder seit 5 Jahren. Und wir feiern auch, wir Bauern und die Bürger aus der Region sind eingeladen. Liebe Bauern und Bäuerinnen, liebe Bürger aus der Region, verehrte Gäste, Vertreter aus Politik und Verwaltung, lieber Professor Dr. Weiger, Ehrenpräsident des BUND, lieber Rezzo Schlauch, Staatssekretär AD, Vertreter der Bauernverbände, der Umwelt- und Tierschutzverbände, der Jagd- und Verbraucherschaft, sehr geehrter Herr Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Lieber Winfried, es ist uns eine große Ehre, dich heute bei uns Hohenloher Bauern begrüßen zu dürfen. Wir wissen dies sehr zu schätzen. Und stellvertretend für alle Gäste von weiters her darf ich hier unseren lieben Karl Pilstl aus Österreich begrüßen. Lieber Karl, zeig dich mal. Ein treuer Freund und Partner, wenn es um die Versorgung unserer Höfe mit Donausoja geht, natürlich gentechfrei aus nachhaltigem heimischen Anbau anstatt aus gerodeten Tropenwäldern, lieber Karl. Wir sind schon viele Jahre, seit über 20 Jahren auf diesem Gebiet unterwegs. Und aus diesen Gebieten selbst darf ich einen weiteren Gast begrüßen, der am weitesten angereist ist, Professor Dr. Andrioli. Herzlich willkommen, lieber Antonio, zeig dich. Er ist kein Geringerer als der Gründer der Bäuerlichen Universität in Südbrasilien. Herzlichen Dank, lieber Antonio, dass du heute auch deine Ehre erweist hier bei uns in unserer Heimat in Hohenlohe. Liebe Bauern und Bäuerinnen, vor über 35 Jahren sind wir aufgestanden, um das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, als bäuerliche Selbsthilfeorganisation. Wir haben erkannt, dass unsere Zukunft nicht aus Wachsen und Weichen besteht, nicht aus Massenproduktion für den Export und den Weltmarkt, sondern in der Erzeugung von regionalen, wertigen Lebensmitteln, dies für die heimischen Märkte, unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen in der Region und in den umliegenden urbanen Gebieten. Mit einem runden Tisch hat es damals begonnen. Wir Bauern haben unsere Mitbürger, den Naturschutz, die Tierschutzverbände, Verbraucherzentrale, Kirchen und auch die Verwaltung eingeladen und haben damals gemeinsam, schon über 30 Jahre her, gemeinsam ausdiskutiert, wie denn wertige Lebensmittel sein sollen und wie unsere heimischen Bauern Zukunft haben können, indem sie sich diesen Zielen verschreiben und auf der anderen Seite einen korrekten und fairen Preis erhalten für ihre Leistungen. Und das haben wir dann in ehrenamtlicher Arbeit zunächst umgesetzt. Wir haben dann schrittweise die notwendigen Strukturen geschaffen und eingerichtet, einen Zuchtverband für die alte Landrasse Schwäbisch-Hellisches Schwein gegründet. Es hat dann immerhin 13 Jahre lang gedauert, bis dieser von unserer Landesregierung als staatliche Organisation anerkannt wurde. Damals waren noch andere Parteien. Da gab es noch einen Ministerpräsidenten von der anderen Partei, das hätte dann vielleicht nicht ganz so lange gedauert. Dann die Gründung der bäuerlichen Erzeuggemeinschaft Schwäbisch Hall mit 8 Gründungsmitgliedern,
begleiten den landwirtschaftlichen Beratungsdienst. Und dann kam der erste Bauernmarkt in Hessenthal, das war dann schon 1994. Dann die Rettung und Sicherung des Haller Schlachthofs für unsere Region, übrigens mit festgeschriebenem Öffentlichkeitscharakter, was einzig ist in Baden-Württemberg. Diesen darf jeder Bauer und jeder Bürger frei benutzen. Dann den Regionalmarkt Hohenlohe als Leuchtturmprojekt für alle Hohenlohe-Erzeugnisse, ebenso frei zugänglich für jeden regionalen Erzeuger. Ich darf noch erwähnen, Rettung und Sicherung der Dorfkäserei in Geifertshofen und viele weitere Einrichtungen für eine zukunftsfähige heimische Landwirtschaft für die Zukunft unserer Bauern in der Region. Und unsere Projekte, liebe Gäste, das wissen Sie, sind Bauern- und Bürgerprojekte. Sei es der Schlachthof Schwäbisch Hall, der Regionalmarkt Hohenlohe, der Bauernmarkt, die Markthalle Kornhausscheune, die Dorfkäserei Geifertshofen und alle weiteren Projekte, sie gehören ausschließlich den Bauern und Bürgern dieser Region. So ist der Erzeugerschlachthof, der Regionalmarkt und die weiteren Märkte im Besitz von über 1.200 Anteilseignern, allesamt Bauern und Bürger aus der Region. 94% gehören Bauern, 6% Bürgern. Ein, so meine ich, großartiges Modell zukunftsfähigem, gemeinwohlorientiertem und solidarischem Wirtschaften. Und ganz großartig ist das Modell der Dorfkäserei Geifertshofen. Hier sind gut 20 Bauern und dazu 420 Bürger als Anteilseigner verzeichnet. Sie sind alles Bürger aus der Region, etwas darüber hinaus. Und Sie wissen das, liebe Gäste, viele unter Ihnen sind ja Anteilseigner. Es gibt natürlich keine Dividende in monetär, sondern es gibt einen Deputatkäse. Für jeden Anteilseigner 1 Kilogramm Deputatkäse. Und die Bauern haben so ganz nebenbei den höchsten Milchpreis in ganz Deutschland. 64 Cent garantierten Grundpreis plus Qualitätszuschläge plus Mehrwertsteuer bei garantierter Abnahme. Und unsere Bauern, will ich damit sagen, in Hohenlohe haben Zukunft. Gemeinsam haben wir Zukunft. Und man darf wissen, dass diese Kühe auch das ganze Jahr auf der Weide sind und dass es dann eben hochwertige Produkte daraus entstehen. Diese Projektarbeit, diese gemeinsame Projektarbeit begreifen wir als solidarisches und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Nicht zum Profit von Einzelnen, sondern im gemeinsamen Entwickeln und Umsetzen für die Zukunft unserer heimischen Bauern und für die Erzeugung wertiger Lebensmittel für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. So auch beim Fleisch und den heimischen Wursterzeugnissen der bäuerlichen Erzeugmarkt Schwäbisch Hall. Von 8 Bauern, Gründungsmitgliedern, sind wir heute eine Gemeinschaft geworden von über 1.500 Bauernhöfen. Und die meisten aktiven Bauernhöfe haben sich in der Region unserer Bewegung angeschlossen. Und davon sind 480 Bauernhöfe Biobetriebe. Die anderen wirtschaften nach den Richtlinien unserer Qualitätsfleischprogramme. Und damit haben wir Bauern Zukunft. Und auch in der Fleischerzeugung haben unsere Bauern die höchsten Auszahlungspreise in ganz Deutschland bei garantierter Abnahmegarantie. Das haben wir uns über 35 Jahre erarbeitet,
Das bringt Wertschöpfung in die Region und Sicherung unserer bäuerlichen Struktur. Unsere Bauern liefern nicht ab. Sie wissen schon vorher, welchen Preis sie für ihre wertigen Erzeugnisse bekommen. Es wird jede Woche veröffentlicht. Dieser ist garantiert und darauf können sie bauen. Und auf dieser Grundlage können Hofnachfolger mit Zuversicht ihre Höfe übernehmen und gestalten. Und dies ist ein Schatz, unser gemeinsamer Schatz, ich betone gemeinsam, welchen wir in 35 Jahren dornenvollem Weg uns erarbeitet haben. Und vom Rand des Geschehens als Spinner und Weltfremde gestartet, sind wir heute dann bekämpft und belächelt und bekämpft, sind wir heute mitten in der Gesellschaft angekommen. Heute ist es Mainstream geworden. Artenschutz, Umweltschutz, Tierschutz, regionales Wirtschaften, Entwicklungsarbeit für die ländlichen Räume ist inzwischen Mainstream geworden. Und das ist gut so. Und ohne unser 35-jähriges Engagement für die ländliche Regionalentwicklung in Hohenlohe gäbe es eben deutlich weniger Bauern hier. Und gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir Zukunft gemeinsam und mit solidarischem Wirtschaften können wir die Grundlage für unsere weitere Zukunft gestalten. Und dabei sehen wir stets unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen als Partner und Verbündete. Wir erzeugen hochwertige heimische Lebensmittel, bewahren die Schöpfung, sorgen uns um das Wohl unserer Tiere und so können unsere Mitbürger wertige Lebensmittel aus der Heimat erwerben mit gutem Gewissen und indem sie unsere Erzeugnisse kaufen, auch einen Beitrag für die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen leisten und mit gutem Gewissen für die Zukunft unserer bäuerlichen Höfe. Eine Partnerschaft von Bauern und Bürgern. Und so ist es für uns auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns für Artenschutz und für die Bewahrung der Schöpfung als unsere natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen. Bei der Dorfkäserei in Geifertshofen haben wir 100% Biobetriebe. In der bäuerlichen Erzeuggemeinschaft als Ganzes haben wir 480 Biobetriebe. Das ist mehr als ein Drittel. Alle weiteren wirtschaften nach den Prinzipien von Tierwohl, integriertem Landbau, frei von Gentechnik, auf überwiegend heimischer Futtergrundlage. Und deshalb war es für uns selbstverständlich, dass wir uns für den Artenschutz einsetzen im letzten Jahr. Dies erwarten schließlich auch unsere Mitbürger, Kunden und Partner von uns, dass wir uns für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Und das tun wir übrigens nicht seit letztes Jahr. Dies tun wir nicht erst seit das Volksbegehren gestartet wurde. Dies tun wir schon seit Gründung, seit 35 Jahren. Darf hier nur an die Rettung des hellischen Landschweins erinnern, weiterer alter Tierrassen, als auch eben die hohe Anzahl von Biobetrieben in unserer Gemeinschaft. Und wir danken hier auch ganz ausdrücklich unserem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, dass er uns am 15. Oktober letzten Jahres eingeladen hat, über seine Ministerien die Initiative ergriffen hat, um die auseinanderdriftenden Interessen zu einigen. Wir danken für den runden Tisch, bei dem, welchem wir aktiv mitgewirkt haben, für das bestmögliche Ergebnis und den Konsens zwischen Bauern und Bürgern für das gemeinsame Engagement zur Bewahrung der Schöpfung. Denn Artenschutz, ökologische Landwirtschaft und damit Bewahrung der Schöpfung
sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Diese kann nicht nur auf dem Rücken der Bauern diskutiert und ausgetragen werden. Nein, Artenschutz, und das haben wir eingebracht in die Runde, fängt an der Haustür eines jeden Mitbürgers an. Wir haben diese Forderung mit Nachdruck am runden Tisch eingebracht, dass Pestizide in Privatgärten, bei Tierpflanzen, in Parkanlagen, Sportanlagen und entlang der öffentlichen Wege und Bahntrassen nichts verloren haben. Vielen Dank. Damit haben wir schon mal 15-20% des Pestizidaufwands reduziert. Und es ist damit eben die gesamte Gesellschaft aufgerufen und nicht nur die Bauern, den Einsatz von Pestiziden deutlich zu reduzieren. Und dasselbe Prinzip von gesellschaftlicher Verantwortung haben wir auch für die Ausweitung des ökologischen Landbaus. Und das haben wir ebenso eingebracht in den runden Tisch. Wenn 50% der Bevölkerung ökologische Lebensmittel zum korrekten und fairen Preis einkauft, zu Preisen, für welche ökologische Landwirtschaft ermöglicht wird, dann werden sich auch genügend Bauern finden und das Ziel einer Ökologisierung von Land- und Ernährungswirtschaft voranzubringen. Es wird nicht nur Vision bleiben, sondern dies kann dann gelebte Praxis werden. Das ist das Prinzip. Ich bin überzeugt, dass unsere Bauern bereit sind, zum Großteil ökologisch zu wirtschaften, wenn es die Bevölkerung nachfragt. Das haben wir ja von Frau Kruse schon gehört. Und den korrekten Preis dafür bezahlen. Liebe Gäste, auf den Tischen stehen Gselsgläser als Spendenkasse, welche für den Notfonds bäuerliche Landwirtschaft bestimmt sind, bei der Stiftung Haus der Bauern sozusagen als kleinen Obolus für freies Essen und Trinken. Ich bin gebeten worden, wir sollen nicht immer alle frei halten. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt nehmen wir mal ein Spendenkessel aufstellen. Weil die dürfen sie gerne auf jedem Tisch stehen, zwei. Die dürfen sie gerne rumreichen. Und diese Spende wird verwendet für Altenteiler in Not. Also bei den Bauern redet man von Altenteilern auf dem Hof. Wir haben ja diese Situation, das darf ich noch kurz zum Abschluss sagen, und wir haben ja die Situation, dass unsere Altenteiler, wenn sie eine Vollrente bekommen nach 45 Jahren harter Arbeit bei Wind und Wetter, gerade mal 512 Euro Altersrente bekommen. Das habe ich schon in früheren Bauerntagen hier angesprochen. Aber wir werden dieses Thema nochmals aufgreifen. Und zwar in der Debatte, im Zusammenhang mit der Debatte um die Grundrente. Bauern und Bäuerinnen sind auch Menschen. Und sie dürfen nicht von der Grundrente ausgeschlossen werden, wie es im Moment aussieht. Dies sind elementare Grundrechte von uns Bauern und dies haben wir uns nun auch hart erkämpft in den letzten 10 Jahren. Beharrlicher Kampf um die globalen Bauernrechte, gemeinsam mit unseren internationalen Partnerorganisationen. Und als wir im März 2017 zum globalen Kongress der Kleinbauern aufgerufen haben, hier in Kirchberg und Schwäbisch Hall, es haben sich über 450 kleinbäuerliche Organisationen getroffen. Wir haben die Haller Erklärung zu den Global Peasants' Rights verabschiedet. Und genau hier ist das gleiche Thema, dass die Kleinbauern dieser Welt, sei es hier oder im Süden der Welt, eben nicht ausgegrenzt werden dürfen. Sie müssen teilhaben am allgemeinen Wohlstand, der überbürdend ja bei uns um sich greift. Dies sind elementare Rechte der Bauern und ich darf sagen, es ist uns ja dann gelungen,
Wie Sie wissen, ist ja die bäuerliche Erzeugungsgemeinschaft bei den Vereinten Nationen vertreten im Wirtschafts- und Sozialausschuss. Am 17.12.2018 wurde dann bei der UN-Vollversammlung in New York mit 74% der Stimmen die Deklaration der Bauernrechte verabschiedet. Das ist mit unserer Unterstützung passiert und wir werden es jetzt umsetzen in lokale Politiken. Liebe Gäste, und wir werden uns darauf berufen, Bauern und Bäuerinnen sind nicht Menschen zweiter Klasse, sie haben dasselbe Recht an Absicherung, um in Würde ihre Altersteilzeit leben zu dürfen. Ich danke euch allen für ihr Kommen und damit zeigen Sie Ihre Solidarität mit uns Bauern. Gott sei Dank gibt es ja in Hohenlohe noch eine richtige bäuerliche Kultur. Sie erleben es ja hier. Saalöffnung ist um 11, aber um 10 ist schon voll. Und das freut uns natürlich, dass Sie mit Ihrer Präsenz Ihr Interesse zeigen an unserem bäuerlichen Schicksal. Und umgekehrt wissen Sie ja, dass wir über viele Jahre hinweg schon die Anliegen der Bevölkerung ernst nehmen. Keine Gentechnik, wir sind gentechfreie Region, wir haben die größte Anzahl Biobetrieben, wir haben die höchsten Auszahlungspreise in Deutschland und das ist unsere gemeinsame Arbeit für die ländliche Regionalentwicklung in Hohenlohe. Danke also für euer Kommen. Und im Anschluss darf ich unseren geehrten Gast Winfried Kretschmann ans Mikrofon bitten. Aber zunächst bitte, wie Sie es gehört, der zünftige Blasmusik. Danke.